Hier im westserbischen Jadartal schlummert eine der größten Lithiumreserven Europas. Genug für 1,1 Millionen E-Auto-Batterien jährlich. Nun soll der Schatz gehoben werden. Bundeskanzler Olaf Scholz, Serbiens Präsident Aleksandar Vučić und EU-Vizepräsident Miroslav Šefčovič unterzeichneten jetzt ein milliardenschweres Abkommen. Für Europa ein Projekt von großer Wichtigkeit. Bislang ist Europas Autoindustrie abhängig von Lithiumimporten. Der Rohstoff ist heiß begehrt und knapp. Etwa 50% der weltweiten Reserven liegen in Ländern Lateinamerikas. Auch die USA und Australien verfügen über größere Ressourcen. Abbaubares Metall gibt es auch in China. China hat sich weitgehende Rechte auf die Ressourcen in Lateinamerika gesichert. Das Lithium aus Serbien ist ein erster Schritt zu mehr Unabhängigkeit. Doch im Land gibt es heftigen Gegenwind. Anwohner und Umweltschützer fürchten gravierende Schäden für die Natur. Die Mehrheit der Serben ist gegen das Projekt, weil es ein ökologisches Desaster ist. Viele misstrauen der Vereinbarung, dass der Abbau unter strengen Umweltauflagen erfolgen muss. Vielleicht ist das Abkommen gut, aber ich glaube nicht daran. Die Europäische Union gibt zwar Garantien, aber wir zerstören die Natur. Es findet bei uns statt, weil hier alles billiger ist. Unter dem Druck der Proteste hatte die Regierung das Minenprojekt 2022 bereits abgesagt und ist nun wieder umgeschwenkt. Es geht um Milliarden Einnahmen und Arbeitsplätze. Neben dem Abbau soll auch die Batteriefertigung ins Land geholt werden, mit Unterstützung der EU und Autokonzernen. Auch politisch könnte sich das Projekt für den EU-Kandidaten Serbien auszahlen. Das Land rückt damit näher an den Westen. Serbien muss sich dem Druck der EU beugen. Ab dem 1. November werden keine Tanker mit für Serbien bestimmtem Öl aus Russland mehr im kroatischen Terminal auf der Insel Krk anlegen können. Das hat die EU auf dem Gipfeltreffen in der vergangenen Woche in Prag beschlossen. Infolgedessen wird die Janaf-Pipeline kein russisches Öl mehr zu den serbischen Raffinerien von Novi Sad und Pančevo pumpen. Wir leiten weiter Öl von Krk nach Serbien, nur kein russisches mehr. Damit ist Schluss. Das ist die Kernbotschaft. Belgrad klagt, eigentlich sei Serbien eine Sonderregelung versprochen gewesen und beschuldigt jetzt Kroatien. Unsere Nachbarn rühmen sich, dass sie dafür verantwortlich sind, dass es keine Sonderregelung mehr gibt für den Import von russischem Öl. Interessanterweise gibt es aber doch für einige EU-Länder Ausnahmen, für Bulgarien zum Beispiel, für Ungarn. Die serbische Regierung befürchtet, dass ohne das russische Öl die Energiekosten in die Höhe schnellen und das Land ohne Öl aus Russland den Winter nicht wird stemmen können. Mit der Drosselung der Öllieferungen aus Russland versucht die Ukraine, Ungarn zu erpressen. Kiew sanktionierte die russische Firma Lukoil, die jährlich 2 Millionen Tonnen Erdöl nach Ungarn liefert, und zwar über die Erdölleitung Freundschaft, die quer über die Ukraine verläuft. Ungarn importiert jährlich 6 Millionen Tonnen Erdöl aus Russland. Die Maßnahme betrifft also rund ein Drittel der Lieferungen. Kiew gab offen zu, dass die Ukraine diese Maßnahme als Erpressung einsetzt, um Ungarn in das Lager der Kriegsbefürworter zu zwingen. Ungarn protestierte hart gegen den ukrainischen Erpressungsversuch.
Ungarn werde, so Siato, solange die 6,5 Milliarden Euro Militärhilfe für die Ukraine blockieren, bis Kiew seinen Standpunkt nicht verändern würde. Ja, wieder eine schöne Geste der Ukraine Ungarn gegenüber. Man müsste sich nur vorstellen, was die Ukraine in Europa veranstalten würde, wenn sie auch größere Länder erpressen könnte. Erdölleitung Freundschaft auf Ungarisch Boracsak wurde bis 1972 voll ausgebaut und sie versorgte die damals sozialistischen Staaten in Osteuropa mit sowjetischem Erdöl. Ungarn bezieht bis zum heutigen Tag ca. 60% des importierten Erdöls aus Russland über diese Leitung, die über die Ukraine verläuft. Das ermöglicht der Ukraine, Ungarn immer wieder mit der Unterbrechung des Öltransports zu drohen. Ungarn protestierte sofort gegen diese Maßnahme, da Ungarn trotz der EU-Sanktionen weiterhin Erdöl aus Russland einführen darf, genauso wie die Slowakei, die von der Ukraine nun ebenfalls erpresst wird. Ungarn und die Slowakei haben auch bei der EU eine Protestnote eingereicht. Die Kommission reagierte ganz lau und gab bekannt, die Situation zu studieren. Anstatt sofort Partei für die eigenen Mitglieder zu ergreifen, erweckt die EU damit den Eindruck, dass sie im Interesse der Kriegstreiberei auch die eigenen Mitglieder zu Opfern bereit ist, die 42% ihrer Stromeinfuhr aus Europa bezieht die Ukraine aus Ungarn und Ungarn versorgt die Ukraine auch ganz großzügig mit Treibstoff, also mit Benzin und mit Dieselöl. Und dieser Treibstoff wird gerade aus jenem Rohöl hergestellt, das Ungarn über die Erdölpipeline Freundschaft bezieht. Es wäre auch nicht möglich gewesen, die Ukraine an das europäische Stromnetz anzuschließen, wenn Ungarn dabei nicht geholfen hätte. Und wie sieht die aktuelle Situation aus? Ungarn hat große strategische Reserven an Erdöl, die die Versorgung des Landes monatelang sichern. 2/3 des Erdöls aus Russland erreichen Ungarn immer noch und es gab auch Blitzaktionen, in deren Rahmen Lukoil sein Erdöl anderen russischen Firmen übergab, die wiederum ohne Sanktionen nach Ungarn Öl exportieren können. So ist im Moment die Erdölversorgung Ungarns gesichert, aber da die ukrainische Regierung offen zugegeben hat, dass sie Ungarn und die Slowakei erpressen will, kann die Situation nicht so bleiben, wie sie ist. Wie Peter Siato sagte, ein Staat kann nicht so handeln wie die Akteure auf dem Trödelmarkt und so müsse man zuerst die Ruhe bewahren. Ungarn ist seit 1978 durch die Adria-Ölleitung auch mit dem kroatischen Hafen Omišalj verbunden. Diese Leitung wurde aber wenig genutzt und sie ist auch nicht in der Lage, Ungarn ganz mit Erdöl zu versorgen. Auch heutzutage wird die Adria-Leitung kaum genutzt. Und die erste Maßnahme des kroatischen Staates war nach dem Ausbruch des Ukraine-Krieges, dass man die Transitgebühren erheblich erhöht hat. Die Kroaten würden also auch gerne viel Geld ohne Arbeit verdienen. Generell lässt es sich sagen, trotz der ukrainischen Erpressungsversuche herrscht unter den Akteuren der Erdölbranche in Ungarn keine Panik. Wenn nicht anders, dann wird das russische Öl über die bisher kaum benutzte Adria-Leitung nach Ungarn transportiert. Zumindest die Menge, die die Ukraine bisher sanktioniert hat. Und alle halten eines für ganz ausgeschlossen, egal welche Maßnahmen die Ukraine ergreift, den Standpunkt der ungarischen Regierung wird die Ukraine nicht im geringsten beeinflussen können.